Hallo Welt, da sind wir wieder hier bei unserer alten Basis. Ja, ganz am Anfang waren wir mal hier und Sarah, du bist auch da. Hallo Sarah. Ja, hallo Richie, hallo YouTube. Ja, das war mal unsere Anfangsbasis. Jetzt glaube ich, wohnen die Samariter hier oder so. Ja. Da hatten wir ja was mit ihnen zu tun und jetzt haben wir 5 Minuten Zeit, zur Basis zurückzukehren, denn Zombie-Alarm. Aha. Und ich schaue mal gerade. Ja. Was ist denn Überlebensaktivitäten? Ich muss mal wieder hier. Ja. Okay. Ja gut, dann fahren wir erstmal nach Hause. Was anderes wird mir im Moment nicht so großartig angezeigt. Aber ich weiß gar nicht, wie... Ja, mein Wagen ist voll mit Benzin. Du musst dir einen aussuchen. Mhm. Der Flitzer, ob der genug Benzin hat. Ich guck. Ja, würde reichen doch. Dann nehmen wir den okay, wieder zurück. Dann fahren wir nach Hause. Gut. Ja, liebe Welt da draußen, wir hatten ja eigentlich eine andere Aufgabe. Das ist dann immer so, wenn man neu startet, die Aufnahmesitzung neu startet, dann sind die Aufgaben manchmal weg. Und deswegen haben wir jetzt eben die andere Aufgabe, nämlich auf nach Hause. Aber wir hatten ja eine Aufgabe schon erledigt, oder nicht? Eine hatten wir erledigt und dann wollten wir zur nächsten, ganz genau. Das quietscht aber ganz schön, mein Auto hier. Was war das? Er hat die Tür aufgerissen, mein Beifahrer, und hat einen Zombie getroffen. Oh, hat sich gefreut. Ist das hier schon? Ich krieg ja super die Kurven hier heute wieder. Oh, mein Wagen ist umgestürzt. Oh nein, soll ich warten? Oh, eine Zombie-Horde. Oh Mist. Und brauchst Warum du? Muss man das? Ja, ich brauche Hilfe. Der Screamer ist auch da. Wo bist denn du? Hier. Keine Screamer mehr. Und geht's? Wow. Die Fahrphysik ist doch sehr gewöhnungsbedürftig immer noch. So, wie drehe ich mein Auto um? Okay. Massen unterwegs. Oh, da fahren die schwarzen Fallen. Ja, ja, mein Auto ist ein wenig hinüber schon. Oh, die sind ja da, ne? Oder? Oh, 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 oh.
Vorsicht, da ist eigentlich keine Straße gewesen, wo ich hergefahren bin. Ja, wir sind da, ganz genau. Ach, ich hab's heute gar nicht. Okay, ich brauche eine neue Waffe. Hi there. We've got this, okay? We've got this. Was ist denn? Ist ja was los. Hey, look at us, we're alive. Gut. Nachzügeln, okay. Oh, hey. You're looking good today. Erlöse ihn doch. ja, jetzt, was können wir jetzt machen? Untersuche die Überlebensaktivität bei der Friedhofs. Okay. You talking to me? Oh, das ist auch wieder ein Stück weit That's weg. A lot of stuff. You talking to me? Don't let the Zeds get you. Gut. Na ja, wir haben ja einiges eingesammelt. Okay, Material haben wir voll. So, ich suche mal die Ärztin. Die hat ja eigentlich auch eine Mission noch gehabt. Irgendwas mit einer Tante. The way to earn respect is by having the most stuff. Same as always, really. All right. Is everybody ready to get this trade summit started? Awesome. Jetzt. Definitely. I like that idea. Excellent. I've got a great neutral location picked out. Meet you all there. Ah, okay, wir sind noch nicht fertig mit ihrer Mission. Nein, Händlergipfel. Bitte nicht. Händlergipfel, ja genau, geh zum Handelstreffen. Das müsste ja oben an der Brücke sein. Ganz in der Nähe. Das war, genau, hier. Ja. Ja. Dann muss ich nochmal gucken, mit wem ich dann jetzt daherkomme. Megan ist nämlich ziemlich hinüber. Pagan, der geht's noch eigentlich ganz gut. Und Alex geht's auch ganz gut. Mal gucken, was die so können. Ja, Alex, Pagan könnte tatsächlich noch ein bisschen was vertragen. Sturmangriff. Arzneikunde, Scharfschießen. Alex kann nicht mehr ganz so viel vertragen. Verstohlenheit ein wenig. Wie hat sich Bree denn selber auf... Also das ist mir letztens auch schon aufgefallen. Wie hat sie sich denn selber aufgeskillt? Okay, ich komme mal mit Pagan.
Das ist mir doch letztens die letzten Male auch schon immer aufgefallen, dass die da irgendwelche Punkte hatten, die ich verteilen konnte. Und normalerweise spare ich die ja jetzt nicht unbedingt auf, aber im Gemeinschaftsmenü konnte ich ja 2-3 Mal letztens Punkte verteilen. Also ich glaube, die skillen auch von selber. Hey, kann das sein? Kann sein. Hast du 5 56er Patronen? Mal gucken. 9 mm, 45er, 357er, 556er habe ich 32 Schuss. Oh, könntest du mir ein paar abgeben? Okay. Wie sieht's aus mit Reparaturkits? That's a lot of stuff. Eins ist im Auto. Ich habe dir da sowieso ein paar Sachen in den Van reingelegt. In den Lieferwagen, in den Bulli. Okay, Benzin. Hast du Benzin? Nein. Also ich habe noch einen Kanister, wenn das hilft. Ja, aber wir fahren ja wieder mit 2 Autos. Oder nehmen wir nur den kleinen Flitzer jetzt für die Aufgabe? Wir können auch nur eins nehmen. Das überlasse ich dir, die Entscheidung. Dann nehmen wir jetzt erstmal nur den kleinen Flitzer. Dann repariere ich den schnell. Hallo? Hast du Munition irgendwo hingeworfen? Nee, musst du hier bei den Autos, dachte ich, gebe ich dir das gleich. Jo. Ah, im Grün ist noch ein Benzin drin. So, hier. Oh, super. Oh, so viel brauchst du die nicht? Nee, ich denke, ich bleib bei Pfeil und Bogen. Okay. Hast du noch Benzin? Einen Kanister könnte ich mitbringen, ja. Mit Materialressourcen können wir vergessen. Denn Lager ist voll, deswegen lasse ich das erstmal im Kofferraum. Jupp. Okay. Ist sonst noch irgendwo was drin? Der ist leer. Hier ist noch ein bisschen was drin. Munition und Munition. 22 mm Patronen und ein ganzer Beutel mit Munition. Und hier ist noch einiges drin. Ein Messer, hier haben wir Feuerwerkskörper, Tüte mit Snacks, Chemikalien und Honigwabenstücke. Also sagst du, wir brauchen Benzin, ja, Sarah? Eins habe ich reingepackt, aber zum Auftanken vielleicht, dass wir zum Auftanken. Dass du den Flitzer auftankst, weil einen habe ich schon mal in den Kofferraum getan. Ja, ich glaube, bis dahin schaffen wir es noch mit der Tankfüllung. Wie schaut's aus mit Munition? Sind sie da jetzt voll? Ne, ich könnte den Sack dann rein transportieren. Ja. Okay. Bis dahin sollten wir es eigentlich schaffen. Okay, Munition sind wir auch erledigt. Knapp, aber müsste gehen. Wow.
Eine Horde kommt. Oh nein. Creepers, front and back both. Creeper, wo? Oh. Screamer heißen die doch. Okay. Dann ja. Lass uns losfahren. Ja. Dann fahr du mal. Okay. Darauf, geradeaus und da links. Okay. Oh. Fährst du? Nee. Steig du ein. Perfekt. Oh, hier steht immer noch ein Auto im Weg, oder? Wie fahren wir denn hier am besten rum? Hier rum? Ja. Ja. Na, ist jetzt die Frage, wo genau ist das? Wow. Also der Weg. Jetzt hier irgendwo hier rein. Da vorne. Ah, hier ist ja überall Wasser. Wenn du diese Mission abschließt, hast du nie wieder Zugriff auf diese Gemeinschaft. Allerdings verleiht dir der Abschluss eines Vermächtnisses einen permanenten Bonus. Der deinen zukünftigen Mannschaft einen Vorteil verschafft. Ja, wollen wir starten, natürlich. Mann, wofür sind wir hierher gefahren? Gebiet erkundet 0 von 10. Oh. Geflutete Fabrik. Ja, in der Tat, hier war ich noch nie. Oh, hey. This should be good. Ja, warte, dann erstmal. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, dass wir mit denen sprechen, oder? Ja, und looten auch. Ja. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Well, it's not much. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.